Hello Cowboy, ich höre jetzt schon seit ungefähr 10 Minuten diese Redneck-Musik. Das ist echt ganz komisch hier, ja, ja. Ja, wenn wir jetzt hier in der Wüste sind, müssen wir natürlich auch anfangen, Sachen umzukloppen, die ein Gewissen oder eine Seele, Augen und Vornamen haben. Das muss sein. Aber nee, machen wir lieber nicht, das gehört sie nicht. Wir wollten ja irgendwie hier raus, dachte ich, aber wir sind jetzt drin. Ist das die gegenteilige Richtung von dem, was ich eigentlich wollte? Geht nicht. Muss ich jetzt erstmal... Oh Gott, ich bin ja hier in diesem Krater drin, ne? Ich glaube, es gibt hier keine humane Lösung, eine einfache über Luftlinie da lang zu kommen. Nee. Ich muss jetzt hier irgendwie rauf und dann hier so rüber und dann... Und dann letztendlich dann... Oh, oder warte mal, was ist das denn hier? Lass mal das doch erstmal machen. Das ist auch geil. Das ist auch geil, Leute. Ja, ja, wir machen den Herrscher der brutzelnden Ebene erstmal fertig. Bevor wir jetzt anfangen, irgendwelche anderen Sachen da oben uns anzugucken, die wir sowieso erstmal nicht so richtig brauchen. Und außerdem sind hier Ruinen, da gibt es bestimmt erstmal doll. Oder was ist das da? Moin! Oder? Boah, Gitter, ja, ja, ja. Ich kenne das. Bochum total. Da laufen ganz viele Leute rum, die genauso aussehen. Und alle sind so besoffen. Jeder einzelne. Bochum total, geile Geschichte. Freund von mir war da mal, hat sich angestellt zum Bier. Tippt dem einer auf die Schulter, er dreht sich um, hat eine Faust im Gesicht. So ist das. Ich habe die Geschichte schon tausendmal erzählt, aber naja. Kriegt vor Gitter auch Schaden durch Sand? Weil wenn ja, ist natürlich doof. Weil dann können wir hier nicht Trugschlag einsetzen. Das macht die Sache ein bisschen gefährlicher. Machen wir das so. Yes. Yes. Gib mir die Bob, 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 Bob. Yes, yes, yes. Okay. Ich weiß nicht, wie die Soundabmische heute ist. Ich habe mit dem Schweizer die X aufgenommen, ne? Alles. Es ist abgedreht. Aber der Schweizer ist immer so leise. Pogita ist ein Schmied-Pokémon. Es stellt seinen Hammer her, indem es Eisenspäne zusammenstampft. Diesen Vorgang wiederholt es so oft, bis es mit dem Ergebnis zufrieden ist. Das ist kein Hammer, das ist ein Bier. Und deswegen heißt du jetzt Bochum total. Geht das so an Zeichen? Ich bin sehr schlecht im schnellen Zählen von Buchstaben. Bochum total. Ey, ja, ey, geil. Bochum total kommt in eine Box und nie wieder raus. Yes. Dieses Jahr war ich nicht bei Bochum total, weil da war Hamsterhilfe-Livestream. Übrigens. Grüße gehen raus an PayPal. Dieses Geld von der Hamsterhilfe liegt jetzt schon 2 Wochen auf meinem Business PayPal Account. 2 Wochen. Und ich komme da nicht ran. Weil die gesagt haben, die haben das jetzt so eingeschläfert, quasi so wie mein Sellout gerade, um noch Sachen zu klären und ich muss mein Konto bestätigen. Aber diese Summe, die du da brauchst, um dein Konto zu bestätigen, die kommt einfach nicht an. Die schicken die einfach nicht. Ich muss da mal anrufen. Und wenn dann einer sagt, wir sind unterbesetzt wegen Urlaub und sowas, ne, dann scheiße ich den aber auf den Tisch. Dann müssen halt diejenigen, die nicht im Urlaub sind, mehr arbeiten. Ganz einfach. Oh, Mandy, das ist voll toxisch. Ja, und? Ich habe mir extra einen Job ausgesucht. Und ich habe viel dafür gearbeitet, wo sowas nicht passiert. So. Mit ganz vielen Entbehrungen. Und ich lebe mit diesen Entbehrungen. Bronzel. Man findet sie in alten Grabstätten. Es heißt, sie musste auf ihrem Rücken bergen mystische Kräfte. Ja, oder sie sind einfach nur doof. Der heißt wieder, ist geschlechtslos, ne? Das ist wieder ein typischer Martin Bronzel. Bei Martin Bronzel wusste ich auch nicht. Wir haben uns mehrfach mit dem geprügelt. Der war relativ stark, aber der sah aus wie ein Lauch. Und das habe ich nie verstanden. Ich glaube, wenn ich den nochmal treffen würde heute, ich würde den, glaube ich, mit einer Hand zerdrücken. Ich glaube das wirklich. Ich glaube, da kann er nichts gegen machen. So, wie komme ich da hin? Moin. Ich wollte noch... Da rollt einer Kacke, den will ich. Kacke muss dampfen. Kenne ich den schon? Relurk, kenne ich noch nicht. Probieren wir mal. Also so ein Mistkäfer hier, ne? Das ist ja kein Mistkäfer. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ist das ein Mistkäfer? Oder verwechsel ich das gerade mit diesen Kuhfladenkäfern?
Ihr wisst, was ich meine. Solche Käfer, die einfach auch nur im Kuhfladen leben. Ich weiß auch nicht, warum es die gibt. Dann habe ich mal ganz viel gesehen im Schwarzwald. Nee, das ist schon ein Mistkäfer. Jemand, der einfach die Scheiße wegrollt. Und, ne? Ja. Der den ganzen Tag nur da rumsteht und Scheiße rollt. Reluk wurde gefangen. Ja. So, dann, ich weiß auch schon, wie wir den nennen. Ist ein Wälz-Pokémon-Käfer, wälzt seine Schlammkugel umher, während es die Energie für seine anstehende Entwicklung heranreifen lässt. Das ist so die uncoole Version von so einem Almudron. Also, wenn du den ganzen Tag nur Mist produzierst, dann weiß ich auch, es ist... Ah, scheiße, jetzt muss ich mal was googeln, was die weibliche Variante davon ist. So, Google Chrome. Auf geht's. Uwe weiblich. Was ist die weibliche... Ist Uwe weiblich? Was ist die weibliche Form von Uwe? Ja, jeder Mensch hat... Für Uwe gibt es keine weibliche Form. Dann suche ich mir jetzt einfach eine aus. Uwina. Das ist auch immer so blöd. Dann hast du einen geilen Namen im Kopf und dann siehst du ein falsches Geschlecht. Ja. Na, Uwina Boll. Ab, weg damit. Alternativ hatte ich überlegt, Square Enix. Wenn da so Sachen rauskommen wie Kingdom Hearts und so, dann ist ja auch nur ein riesiger Misthaufen. Unpopuläre Meinung. Ja, ich weiß. Kick mich einfach nicht. Kingdom Hearts nur mit Disney-Charakteren, wäre ich dabei. Wäre ich sofort dabei. Wäre geil. Aber diese... Doch nicht! Nummer dabei, gar nicht meins. So, verwurzelt, hol dir mal ein bisschen Lebensenergie zurück, das wäre geil. Ach, oder ist jetzt gerade gar kein Sandsturm? Ich glaube, der Sandsturm hat gerade aufgehört. Perfekt, um hier mal ein paar Hyperbälle zu schmeißen. Mehr Pokémon brauchen wir. Damit dieser Traubentyp da in der Universität sagt, dass ich ein geiler Typ bin. Tuska wurde gefangen. Tuskanini. Wie nennen wir diese Ausgeburt denn? Kaktus-Pokémon-Pflanze. Dieses Pokémon lebt an trockenen Orten mit wenig Niederschlag. Seine gelbe Blume blüht einmal im Jahr. Ja. Na gut. Ich habe schon weggemacht, aber mir fiel, während ich weggemacht habe, nichts Besseres ein. Oh nein, wieder der Aufnahmeschluck auf. Geh weg. In eine Box. Boxe, Boxe, Boxe. Boxe, Boxe, Boxe. Eine meiner Lieblingsszenen bei den Simpsons. Ich habe übrigens mittlerweile mehrere Freunde, im weitesten Sinne, mit denen ich einfach immer so Zitate von den Simpsons hin und her schicke. Das ist einmal Conlet, das sind zwei ehemalige Arbeitskollegen. Und ich habe meinen WhatsApp-Status auch geändert. Ich will den da. Den kleinen habe ich schon. Jetzt weiß ich gar nicht mehr das Wort, was ich da genommen habe. Du musst ja als Lateinlehrer immer so lateinische Wörter verwenden, ne? Und das ist auch wichtig. Ja, mein, jetzt habe ich es wieder. Mein WhatsApp-Status heißt, Rusticus Ille Aquam Bibit. So. Aus den Simpsons. Ihr werdet es rausfinden. Kotlet, bitte. Du musst es mir schreiben, entweder unter das Video oder auf Discord als Nachricht. Du weißt genau, was gemeint ist. Tipp, Rusticus Ille ist rot. Glaube ich. Ja. Ist eins meiner Lieblingszitate aus ganz Simpsons. Wenn ich das als Bild sehe, dann kann ich es so in meinem Kopf hören. Direkt. Ignivore wurde gefangen. Habe ich das schon? Nee, ne? Vor langer Zeit wurde es zwar als Bote der Sonne verehrt, aber da es öfter Waldbrände verursachte, hüteten sich die Leute auch vor ihm. Wie nennen wir den Burschen denn? Ignivore. Suzuki heißt er. Suzuki. In eine Box. Tschüss! Bis dann und ciao! Immer wenn du so Pampros siehst, ich denke daran, wie schwer dieses Pferd ist. Unverhältnismäßig schwer.
Da ist einer mitten in der Wüste. Wahrscheinlich durstig für zwei. Warte mal. Will ich mal aussuchen. Ach, ich muss da gar nicht. Ich sehe jetzt gerade mir erstmal die Karte an. Ich kann hier so raus. Und dann habe ich Porta Marinedo. Was auch immer das ist. Nee, Puerto, nicht Porta. Und zwei verschiedene Sachen. Außerdem habe ich immer noch kein Feuer-Pokémon. Ich will ein cooles Neues haben. Irgendeins, was mir gefällt. Der Schlund von Paldea. Warum darf man eigentlich nicht zum Schlund von Paldea gehen? Weiß ich nicht. Wieso darfst du nicht ans Ende der Welt? Ich habe keine Ahnung. Warum steht da jemand? Und warum bist du so ein Otaku? Und warum müssen wir das alle wieder akzeptieren, was du für einen Lebensentwurf hast? Warum ist das schon wieder so, dass das für alle dann okay sein muss? Ist es nicht. Beziehungsweise doch, mach was du möchtest. Ich meine, er tut ja niemandem was. Wenn jetzt so sein Lebensentwurf wäre, wirklich Katzenbabys zu klauen und die dann anderen Leuten in den Pommes zu schieben, dann würde ich sagen, schwierig. Aber so geht's ja. Verbrennung, Schaden, Sellout. Ja, wenn Geld brennt, ist nicht so gut. Seitdem Pokémon Infinite Fusion für mich eine Sache ist, nicht wahr? Ist mein neuer Lebensentwurf so geworden. Pokémon mit Zahltag mitnehmen, Geld machen wie Heu und dann gar keine Sorgen mehr haben. Naja, wenn ich schon gegen ein Kind verliere, ist es dort bestimmt eh zu gefährlich für mich. Ja. Bestimmt. Das ist eine ganz gute Idee. Da ich immer noch im Dragon Quest Monsters Jargon bin und auch im Infinite Fusion Jargon, das ich jetzt mittlerweile auf mein Steam Deck geladen gekriegt habe. Oh, ihr seht mich einfach nie wieder. Nee. Auf die Muppets habe ich jetzt nicht so wirklich Bock. Oh, was ist hier denn los? Was ist hier los? Suddenly Pamo. Dabei wollte ich doch nur zum Arzt. Oh nein! Es geht nicht! Was habe ich da denn gefunden? Was für einen Knopf habe ich da denn gefunden? Jetzt komm nicht an mit hier Paralyse und sowas. Da bin ich ja gar nicht für. Das ist überhaupt nicht meins. Es sind überall Münzen verstreut. Und Pamo wurde besiegt. Geilon. Aber wir kriegen zu wenig Geld. Wir müssen unsere Katze mal krasser machen. Da ist noch eine Katze. Katze? Ach, dieses komische Rüsselschwein. Oh, warte. Ja, okay. Wenn du spielen möchtest, ich bin dabei. Girafarig auch für mich so der erste Schritt in so eine merkwürdige Richtung. Ja, ich wollte eigentlich Tuchschlag einsetzen, aber das bringt ja alle nichts hier. Ich glaube, meine Katze ist gleich weg. Ich glaube, ich hätte Tuchschlag einfach mal einem Pokémon beibringen sollen, das so ein bisschen mehr Angriff hat. Vielleicht google ich demnächst mal. Ideales Jäger-Pokémon. Das wäre was. Los, Takeshi. Fürst Takeshi ist unterwegs und ich schmeiß jetzt schon den Hyperball, weil diese Burg wirst du nicht einnehmen können. Eins, zwei, drei. Nee! Keine Wirkung auf Takeshi, sei doch. El Giraffe ist unterwegs. Wir brauchen eigentlich El Giraffe und El Diablo Piccolo. Eigentlich brauchen wir beide, aber ich weiß nicht, wo wir die so schnell herkriegen. Wer ist denn El Diablo Piccolo, wenn wir schon El Giraffe haben? Ist mir jetzt scheißegal, ob das ein Mädchen oder ein Männchen ist. An seinem Schweif befindet sich ein kleiner Kopf. Dieser beißt instinktiv zu, wenn sich dem Pokémon ein Feind von hinten nähert. Aber wo scheißt der? Schreib mal an Joko Winderschein mit Y oder mit J. Joko. El Giraffe. Ab in die Box. Tschüss. Girafarik. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier liegt einfach so viel Kruppzeug rum. Alles so Mini-Pokémon, die mich jetzt noch verkloppen wollen. So auf den letzten Meter. Die jetzt echt auch wieder ihren Platz nicht kennen. Das ist so schlimm wie damals Age of Empires. Da kannten auch viele Leute ihren Platz nicht. Oder die habe ich heute beim Sport gesehen.
Ich habe mit Modpacks die Wüste durchquert und bin nun fix und fertig. Während ich meine Pokémon heile, gönne ich mir auch gleich eine wohlverdiente Pause. Da war eine, ey. Die sah aus wie ein V. Aber so ein gleichschenkliges Dreieck, du weißt schon. Wenn dann so, wenn so quasi die Schultern so krass sind, dass du dann richtig Panik kriegst, wenn dieser Mensch einfach... Häufig hast du es ja mal, wenn du so richtig krass bist. Und einige Leute sind ja richtig krass. Ihr wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich so zwei, drei Leute, die dann auch noch krass sind von euch. Früher im Minecraft-Bereich gab es so zwei, drei Pumper, die mir gefolgt sind. Das war cool. Und ja, ja. Ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr richtig krass seid, dann gibt es einige... So, wenn man... So, ihr wisst... So eine Ecke. Wenn man so rechts in irgendeinen neuen Gang einbiegen möchte und man geht relativ nah an der Wand lang und dann kommt von der anderen Seite auch einer direkt auf dich zu und das ist dann einfach so ein Schwarzenegger. Da erschreckst du dich doch immer. Ich war mal beim Sport und da kam mir einfach ungelogen so eine Wolke entgegen. Also die war so ein Typ, der sah aus wie eine Wolke. So krass war der. Erledigst du meine Lieferung für mich, wenn ich gewinne? Nee. Überweis mir jetzt erstmal den Betrag auf mein Bankkonto. Damit ich mein PayPal verifizieren kann. Nochmal. Auf meinem Geschäftskonto. Ich musste das auch von meinem privaten Konto dann abmelden. Weil die gesagt haben, du darfst es nur auf einem Konto haben. Zumindest haben die das so gesagt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das war eine ganz merkwürdige Seite. Da stand... Das stand direkt untereinander. Wann funktioniert es nicht, wenn du schon ein privates Konto da drin hast? Dann klappt es nicht. Oder wenn ein anderes Konto schon irgendwie mit einem der Accounts zusammen ist, das dir geprüft werden muss oder was auch immer. Dann habe ich gedacht, boah. Aber ja gut, weil ich jetzt gerade... auf meinen Namen quasi zwei Konten haben, brauchen die wahrscheinlich eine Woche oder zwei, um das alles sich anzugucken. Ist natürlich für die Hamsterhilfe dann doof. Sollte das sich nur weiterziehen, werde ich in Vorkasse treten. Ohne, das ist eigentlich eine Sache, die ich gar nicht möchte, ne? Aber ich werde es müssen, weil ich mir gedacht habe, die warten ja auch auf die Kohle. Und hinterher, gut, dass ich die Mädels da alle kenne. Wenn ich jetzt einfach nur irgendjemand wäre und das zum ersten Mal gemacht hätte, dann würden die wahrscheinlich auch denken, was ist denn da los, Herr Baron? Wo bleibt denn die Kohle? Was ist das denn? Was ist das denn? Bruder! Wer ist er? Ist er dein Herrscher-Pokémon? Alter! Don Don, fahren! Hallo Matty, hier spricht Professor Gigachad. Eisenrad ist ein Pokémon, das aus dem Schlund von Paldea stammt. Ich rate dir, äußerste Vorsicht walten zu lassen. What? Herrscher der bebenden Ebene, das ist doch... Oh Gott. Das werde ich hier mit meiner Katze nicht hinkriegen. Probieren wir mal ein bisschen Geld. Oder... Ja, okay, du kannst nichts. Facebook.com stellt ihn gerade im Netz mal. Danke! Danke, Norton. Danke, nachdem ich dir tausendmal gesagt habe, nicht mehr anzeigen. So ein Scheiß, ey. Ja, ich weiß, dass sie das tun. Das ist ja ein Job. Und das ist einfach schlimm. Norton früher geiler gewesen. Mittlerweile kriegst du da immer solche Hiobs-Botschaften von denen und dann sagen die, um das lösen zu können, müssen sie jetzt nur 4000 Euro überweisen an. Und dann denkst du, Alter, das ist nichts anderes als ein indisches Scam-Callcenter, was ihr mittlerweile seid. Dampfwalze, komm. Eisenschädel bringt nichts. Ich bin hier die Burg. Oh. Das habe ich mir gedacht. Das ist doch nicht wahr, dass das so eine Donphan-Entwicklung ist, die einfach nur Eisenrad heißt. Sieht aus wie dieses Moped von General Grievous. Ich meine, ist schon lustig, aber ist er jetzt das Herrscher-Pokémon? Ja, ist schon krasser. Och, komm. Das ist jetzt frech. Zurückschrecken ist frech. Ich merke aber jetzt schon, für einige Encounter sind wir echt nicht krass genug. Weil wir auch ein riesiges, einen riesigen Fundus an Pokémon haben, den wir eigentlich gar nicht benutzen.
Weil ich bisher auch noch kein cooles Wasser-Pokémon gefunden habe. Und kein so richtig cooles Feuer-Pokémon. Und ach, ist alles grausam. Oh, scheiße. Ach so, ich hab doch gewonnen. Ja, er fährt jetzt weg wie so ein vollgekotzter Versager. Ja, dann geh doch zu Netto. Binde den Herrscher der bebenden Erde. Habe ich. Und er ist frech. Autoheilung. Wieso? Ach. Ja, gut. Und dann machen wir Okama Way jetzt an die Spitze. Batz. Geiler Typ. Der wird's jetzt richten. Wusch. Moiners. Und er schlamoniert sich jetzt erstmal. Das ist ja auch kein Rüssel mehr. Was ist das? Was zur Hölle ist es? Und wo ist der eine Typ, den wir normalerweise immer treffen? Da ist er doch. Oh, hallo. Matty, sieht aus, als hättest du das Herrscher-Pokémon gefunden. Das ist der Herrscher der bebenden Erde? Ist das überhaupt ein Pokémon? Ich glaube, der hat was gefressen und ist jetzt fitter als sonst. Na gut, wir dürfen uns nicht unterbuttern lassen. Alles klar, Matty? Rein! Dann machen wir wieder zu zweit, oder? Fußkick geht ja auch auf... warte mal. Je schwerer das Ziel ist, ja, der Typ wird wahrscheinlich Milliarden Kilo wiegen. Hier kommt mein Jalapeno, das ich in der Nähe gefangen habe. Bereit für einen feurigen Abgang? Er wollte ballern. Ja, hat er gekriegt. Yeet! Du besiegst das Herrscher-Pokémon Eisenrad. Ja, das war jetzt nicht so schwierig. Das war ehrlich gesagt gar nicht so. Also. Er wollte ballern. Hat er gekriegt. Das war fantastisch, Matty. Das war wirklich ein Herrscher-Pokémon? Oder überhaupt ein Pokémon? Ha, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es schon mal irgendwo gesehen zu haben. Erst einmal weiß er nicht, was das ist, und dann hat er das Gefühl, der kennt's. Also. Press X to doubt. Wir finden da drin bestimmt noch mehr von dem Geheimgewürz, das dieses Ding gefressen hat. Lass uns gleich danach suchen, bevor es zurückkommt. Wie der Vogel den Eier komplett umgeklopft hat. Ja, aber. So ein Herrscher-Pokémon ist halt mega schwer. Und ich stelle ihm dann ein Beinchen. Na, wo ist es denn? Komm schon, zeig dich. Ah! Lecker. Ah, gefunden. Hallöchen, liebes Gewürz. Ihr findet ein stängelsaures Geheimgewürz. Dabei macht lustig. Diese Form, diese Farbe. Das Gewürz sieht aus, als würde es scheußlich schmecken. Aber das heißt bestimmt, dass es gut für die Gesundheit ist. Mal sehen, was das Buch dazu sagt. Saures Geheimgewürz ist vollgepackt mit Nährstoffen. Es soll hervorragend gegen Erschöpfung wirken und im Handumdrehen für Erholung sorgen. Dann geht sofort ans Essen machen. Naja, das hier so. Und dann das dazu. Sorry, dass du wahllos bist. Du hast ein super gesundes Sandwich, damit du auch bei Kräften bleibst. Lass dir schmecken und bewundere dabei diesen Herrscherorden. Er ist ein Zeichen unserer Freundschaft. Herrscher der bebenden Erde bezwungen. Pfad der Legenden. Ja. Ja, Sigi. Bitteschön. Möchtest du mir Reiter und ein Sandwich geben? Ja, Sigi. Bitteschön. Iss. Komm raus, Mastifioso. Es gibt Essen. Das ist eigentlich die Entwicklung von diesem hässlichen Hunde-Pokémon? Dem mit der schiefen Schnauze? Viel schwierig, das Tier.
Oh, du scheinst ja richtig Appetit zu haben. Er haut sich das komplette Brot mit einem Schluck weg. Oi! Neue Fähigkeit. Reittechnik gleiten gelernt. Geil. So langsam scheint es seine eigenen Kräfte wieder zu erlangen. Aber trotzdem sieht es nicht so aus, als würde es bald wieder seine Kampfform annehmen, was? Körperlich scheint es ja fit zu sein. Vielleicht hält es eine geistige Blockade davon ab. Vielleicht ist es ja einfach nur doof. Ich spreche von einer seelischen Wunde. Wie heißt das noch gleich? Trauma? Davon habe ich mal in einem Buch gelesen. Vielleicht hat es Angst zu kämpfen, weil es mal bei einem Kampf eine schlimme Erfahrung gemacht hat. Aber bestimmt wird es sich irgendwann komplett erholen. Genauso wie Mastifioso. Wie sieht's aus, Mastifioso? Wirkt das Gewürz schon? Oh, tut mir leid. Ich kann nicht jedes Mal erwarten, dass es dir vielleicht besser geht. Nicht jedes Gewürz zeigt sofortige Wirkung. Ach, alles okay, mach dir keine Sorgen. Matty und ich sehen schon zu, dass wir dich wieder fit bekommen. Das letzte Gewürz, das noch fehlt, kann ja nur der Bringer sein. Ganz bestimmt ist es das. Mattys nächstes Ziel ist das Ende unserer Gewürzsuche. Geben wir dem Endspurt nochmal alles. Ja, los! Jawohl. Und jetzt können wir... Ihr könnt rennen, aber ihr könnt nicht gleiten. Aber ich kann's. Guck an. Das ist so eine Stufe vor Fliegen. Ding, 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 ding. Hallo, Matty. Hier spricht Professor Gigachad. Miraidon scheint erneut einen Teil seiner ursprünglichen Kraft wiedererlangt zu haben. Offenbar kann es jetzt auch durch die Luft gleiten, wenn du inmitten eines Sprungs den B-Knopf drückst, während du auf ihm reitest. Ja. Wenn ich zweimal B drücke, dann stütze ich ab. Ich vertraue darauf, dass du dich auch weiterhin gut um Miraidon kümmerst. Eigentlich müsste das so der Klingelton von ihm sein. Ja, er wird langsamer beim Gleiten. Was ist mit dem Hippoton? Ja, moin! Ja, den brauchen wir doch. Das ist ein geiler Typ. Wollte ich immer mal haben als Pokémon. In so einem irgendwas. Weiß ich nicht. Irgendwann einmal Pokémon durchspielen und ihn hier mit dabei haben. Ich hatte gehofft, dass ich das bei Pokémon Perl machen könnte. Aber ich habe das Spiel viel zu wenig gespielt dafür. Ist nicht passiert. Sandgrab. Ja, ja, Sellout. Ja, guck mal, wie krass er ist. Tuchschlag, komm. Ja, das ist auch geil, dass ich immer wieder Tuchschlag verwende, aber das reicht einfach hinten und vorne nicht. Wir müssen irgendein Pokémon finden, das krass genug ist. Das richtig schön Bizeps hat. Welches Normal-Pokémon hat denn einen hohen Angriff? Da. Ich gehe mal bei Pokevivi rein. Na, oder ich gebe einfach gleich Jäger-Pokémon ein. Jäger-Pokémon. Purpur. Und da kriege ich bestimmt wieder 1000. Das perfekte Jäger-Hunter-Pokémon. 10 Minuten Video. Ja, Pokémon Platin Edition. Nein, ich hab. Bruder. Ich habe doch. Weißt du gibst da was ein. Explizit, was du haben möchtest. Du kriegst drei andere Sachen. Du gehst ja auch nicht zum Bäcker und sagst, er hätte gern Croissant. Und kriegst dann irgendwie ein Brezel und einen Kaffee. Hippopotas, Flusspferd-Pokémon. Es bedeckt sich mit Sand, um Keime abzuhalten und bewegt sich durch den Wüstensand fort. Möchtest du einen Spitznamen geben? Ja. So, jetzt bin ich selber persönlich beleidigt. Ich bin so richtig beleidigt. Was soll das denn? Kann ich denn Schwein nehmen? Bitte, lass mir das Schwein.
Ja, Pottschwein, dankeschön. Pottschwein wird in eine Box geschickt. Wenigstens das geht. Danke. Nee, Pottsau ist eine Beleidigung, dass sie da Klöten rausgenommen haben. Das ist... Neonid. Onid. Da kann ich jetzt bestimmt irgendwelche Orte erreichen, die ich normalerweise nicht erreicht hätte. Und krieg dann wieder von ganz vielen Leuten gesagt, dass ich ein Frechdachs bin. Wie damals Animagic 2008 in der Halle. Was war das? War das eine Halle? War das so eine... War das Goethe, war das Bach, war das Schill? Irgendwie so eine Figur war das da. Ich weiß nicht mehr, wer von denen das war. Oder war es Beethoven? Ich. Animagic. Ich. Es muss doch Beethoven gewesen sein, oder? Gibt's in Bonn eine Beethoven-Halle? Ich google jetzt. Tut mir leid, das ist jetzt das neue Minecraft. Beethoven-Halle. Bonn. Ja, offensichtlich gibt es da eine Beethoven-Halle. Ja, das war in der Beethovenhalle. Ja, ja. Und da ist, falls ihr euch das mal anguckt, ist ein riesiges... Hä? Okay. Das sah damals anders aus. Meine ich wirklich das? Nee, das sah ganz anders aus. Auf jeden Fall war da so ein riesiges Gesicht von Beethoven und dann ist da einer mal als der große Sireman verkleidet hochgeklettert. Da waren aber, da konntest du, da waren gleich 7 Security-Leute und der eine so, ich geb dir jetzt 3 Sekunden, um da runter zu kommen. 1, 2 und dann hat er es sich überlegt, aber na, schwierig. So ist das halt, wenn man so, aber die sind ja auch verantwortlich für die Leute. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ich glänze heute mit mangelnder Bildung. Das ist wunderbar. Der Kampfplatz vor meiner Geburt. Ja, kann ich hier... Was ist mit den Leuten? Blinken die hier? Haben unsere Waren dein Interesse geweckt? Ja. Darf ich die dann auch kaufen? Hallo? Hallo? Unsere Einrichtung ist leider noch nichts für dich. Was habt ihr denn hier? Schnaps? Wir brauchen mehr Erfahrung, um Aktionen teilzunehmen. Schau dich ein bisschen um. Ja, aber kauf bitte nichts. Warte mal. Ich dachte, da wäre ein Paul. Ja, Tapas darf ich haben. Das ist gut. Weißt du was? Ich kaufe jetzt... Erstmal Eier ein. Kartoffelsalat. Chorizo. Steht da eigentlich drin, von welchem Pokémon die ist? Nee. Guck mal, das ist alles, alles gefährlich. Ja, das Pokémon, das jetzt hier gerade im Kampf verliert hat, muss leider... Das können wir nicht wohl. Das geht nicht. Gurke. Fresh Avocado. Jetzt muss ich aufpassen, nicht versehentlich 900 Avocado zu kaufen und dann kein Geld mehr für lustige Sachen haben, zu haben. Das ist... Na, auf schnelle, ne Frikadelle. Vielleicht doch 2. Ich bin dabei. Auch hier sehe ich mal wieder ein ganz großes Problem. Avocado 180, gebratener Speck 150. Hm, ich will es nur mal gesagt haben. Kresse. 270 Euro für Kresse. Und Essig, Geilon, da kann ich jetzt... Warte mal, warum lässt du mich das überhaupt auswählen, wenn ich dann zu wenig Geld habe, gute Frau? Weil du ja nicht immer noch mit LP mitteilen kannst, macht aber keiner. Ich habe mir extra eine Katze herangezüchtet, die andere Leute... die anderen Leuten Geld klaut. Konservenkönig, das ist geil. Erstmal eine geile Bananenkonserve. Weißt du, eine Banane, 80 Cent. Stabil. Stabil. Okay. Oh, ich hab zu viel geredet. Was ist das denn?
Ja, der dann Welser. Sie dann immer so Headcannon auch fliegen können, finde ich ganz komisch. Ich gehe mal zum Meer. Moin. Gibt es eigentlich auch Pokémon, die im Wasser sind? Was passiert, wenn ich zu weit rausfahre? Kommt da ein Pokémon und frisst mich, so wie ein Gothic? Oder ein Spore? Oder komme ich dann einfach an der anderen Seite wieder raus? Auch eine Idee. Da ist eine Grenze, ich sehe die. Jetzt sagt er... Ist er der Endgegner hier? Ist es ein Carpador, das hinterher zu meiner Nemesis wird? Nee. Ja. Ja, ich bin jetzt über die Grenze. Na, schon interessant. Da, das Festland kann man gar nicht mehr so richtig sehen. Ist ja kein Festland, ist ja nur eine Insel. Da hinten wird das Wasser dunkler. Oh! Erkennt ihr das? Diese Wand hier ist unsichtbar. Schade. Ich hatte gehofft auf eine geile Animation, wo unser Trainer von einem riesigen Gyarados zerfleischt wird. Und danach erst wieder in dem nächsten Pokémon-Sender aufwacht. Das wäre lustig. So, komm, Boost jetzt. Was ist hier drauf? Corazon oder sowas? Nee! Hier ist ein Dorfmarkt. Ist hier was? Ist hier irgendwas? Ist hier was? Da hinten ist eine Sandbank. Als zertifizierter Robbenklopper weiß ich, dass da was los sein könnte. Ja, ich habe eine Ausbildung gemacht. Luftschnitt. Na, hör mal. Oh, da leuchtet was. Wieso ist hier gar nichts? Ach, er hier. Oh, Süßbär. Heißt der Zapladin oder so? Ja. Oida, der ist krass. Ja, das war eine Punktlandung. Ja, dieser Laser von ihm da, der ist ja nix. Wenn man den daneben schießt, dann... Das ist aber auch schwierig so als Trainer, dass du dann so eine kleine, so eine Silberfischgröße von Hecht dann da hast. Und dann musst du den mit so einem Riesenball auch noch treffen. Würde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Aber die, bei denen ist das immer alles so easy. Stapladin, Stromfisch-Pokémon. Es besitzt ein Organ, mit dem es im Notfall Elektrizität erzeugen kann. Es tritt stets in Schwärmen auf. Außer er hier. Und er wurde dann deswegen von mir auch weggezogen. So. Wohin soll Kasaladin geschickt werden? In die Box. Oh, jetzt nicht den Typen. Kasaladin-Schleim. Hört sich ein bisschen frivol an. Nein! Bist frech. Da werden wir aus reinem Frust jetzt hier einen von denen umkloppen müssen. Moin. Stromfeuer, das wäre eigentlich die ideale Kombo, die ich jetzt noch brauchen könnte. Ja, also das ist... Die nur ein bisschen anknuspern, das funktioniert nicht. Vielleicht mit dem Fußkick? Stromfeuer, gibt es das? Ja, okay. Elektro natürlich. Elektro, Feuer, Pokémon. Haben wir das? Feuer und Elektro. Welches Pokémon hat beides? Feuer, Pokewiki.
Ich guck jetzt. Zwei Typen. Rotom Hitzeform, aber das Schummeln. Was? Es gibt wirklich kein einziges Pokémon, das Elektrofeuer hat, außer dieses Rotom? Okay, das will ich nicht sagen. Das ist doch Unsinn. Das ist... Nee. Mm-mm. Weißt du was, Kleiner? Ich bin enttäuscht. Ich bin richtig enttäuscht. Und das lasse ich jetzt an dir aus. Oh. Können wir den Doppelkick nächstes Mal nur einmal machen? Also dann Kick. Gut Kick. Und er kriegt. Was ist denn mit hier Breitlas? Mal gucken, was. Vielleicht kann der ja mehr ab. Doppelkick, los. Na, knapp. Und er ist weg. Mein V ist zu stark. Mein Flamingo ist einfach zu krass. In jeglicher Hinsicht. Schade. Oh. Ja, ich will hier auch nicht ein Otter-Genozid starten. Das wäre mir auch ein bisschen zuwider. Was ist denn hier mit Lörris? Takeshi? Takeshi mit einer Bodenattacke. Aber da könnte sein, dass der kleine Süße mich kaputt kloppt. Mal gucken, was passiert. Er hat wahrscheinlich schon 100 Mal gegen so eine Sandburg gekämpft. Und ist mittlerweile voll gut da drin. Ich finde alleine diese Idee von so einer kämpfenden Sandburg, ich finde das so gut. Da war. Was sind das eigentlich für Weicheier hier? Ja, ich komme später nochmal wieder. Oder was ist mit dir? Komm, Runde! Was ist hier denn jetzt auf einmal passiert? Hallo? Habe ich den da schon? Boden gegen Eis könnte unangenehm für ihn werden. Ja, ich hab den schon. Komm, Dampfwalze. Ja, vielleicht fange ich mir den noch ein zweites Mal. Aber ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, dass ich den versucht habe, 20 Mal zu fangen und es war schwierig. Vielleicht ziert er sich ja jetzt weniger. Arktip, zweimal. Knirscher ist gut. Piperbell. Arktip wurde gefangen. Eisklumpen-Pokémon. Aus Eis. Haben wir ja schon. So, weg. Tschüss. Brauchen wir nicht ein zweites Mal. Diese Supermöwe hier finde ich auch absurd. Ich gehe jetzt. Man hätte sich überlegen können, ob man da einfach nochmal mit Gewalt durchkloppt. Aber ich bin jetzt immer noch ein bisschen angefasst, dass es kein Elektrofeuer-Pokémon gibt. Oh, scheiße. Ich habe einen Otter überfahren. Was ist das denn für ein geiler Fisch? Ja, er hat 51. Level 51. Vielleicht. Vielleicht, aber nur vielleicht. Kriegen wir das ja irgendwie hin hier. Es sei denn, er fängt jetzt mit den supergeilen Wasserattacken an. Aber wir fangen den jetzt erstmal auf Anhieb. Komm. Yes. Sei doch. Barmelin wurde gefangen. Meereswiesel-Pokémon. Füllt es die Schwimmblase um seinen Hals mit Luft, ragt seinen Kopf aus dem Wasser und es kann die Bewegung von Beute an Land beobachten. Ja, aber jeder sieht dann... Ja. Schmallas. In eine Box. Schmallas geht in eine Box. Obwohl ich eigentlich mit dem RBTV-Kosmos mittlerweile gar nichts mehr zu tun haben möchte, ne?
Also irgendwie schwierig geworden. Flagmon! Aber die sind krass hier. Das ist so ein Level 100 Flagmon. Deswegen müssen wir jetzt erstmal aufpassen. Ich glaube, um hier eine reelle Chance zu haben, stelle ich mal Lörris nach oben. Und dann gucke ich mal, was passiert. Eigentlich gemein, dass ich ihn hier umhaue. Da, 263. Ja, das ist eigentlich dann ganz easy noch, ne? Was passiert hier? Und... schön. Und weitermachen. Lass dich nicht beirren. Hack einfach weiter die Familie da kaputt. Ein Tropius. Das ist ja mal was. Tropius damals auch Teil meiner Veribox-Challenge gewesen. Also die schlechtesten Pokémon, die es so gibt. Aber ich glaube, der ist gar nicht so schlecht. Blumentrick sollte nahezu wertlos sein. 50 ist er. Und das war noch ein Volltreffer. Eieiei, das wird unangenehm. Aber ist nicht so schlimm. Einmal Nachthieb und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ja, ist gut. Dieses Schwänzchen von meiner Katze, das sieht auch so ein bisschen aus wie so eine Süßigkeit. Nein! Mach doch sowas nicht. Das gehört sich nicht. Bitte, fang jetzt nicht so an. Bitte jetzt nicht so eine, die ganze Zeit, hochreißen. Was war das denn jetzt? Ich habe die Attacke gar nicht gelesen. Egal. Dass sie auch so Bananen am Kinn hat. Das ist so ein, von oben bis unten merkwürdiges Pokémon. Ganz komischer Typ. Tropius ist ein Obst-Pokémon, Pflanzeflug. Da es immer nur die gleichen Früchte aß, begannen köstliche Früchte an seinem Hals zu wachsen. Sie nannten sie Mücke. Gut. Ja, das jetzt. Ach nee, Leute. Immer nur ein Stern, null Sterne. Kann man das irgendwie ändern, dass man hier mehr Sterne kriegt? Das ist doch langweilig. Hier. Während das lädt. Anton Glubsch entdeckt Garmisch-Partenkirchen. Der Biber ist ja geil, den will ich. Ah ne, das ist ein Stinktier. Ich dachte gerade, das wäre ein Reskin vom Bidiza. Aber nein, war es nicht. Es ist mir so egal, was wir dagegen machen. Wir haben eh gewonnen jetzt. Ein Angriff reicht doch. Dafür haben die viel zu wenig Saft. Und ich bin hier im Level 50er Bereich. Irgendwas mache ich da falsch. Jetzt kommen da wieder irgendwelche Schlauberge an, die sagen dann, ja, aber wenn du das hier machen möchtest, dann musst du online spielen mit Freunden. Nicht mit Randoms. Danke, Nintendo. Auch geil, Nintendo verbietet Smash-Turniere und alles. Es ist einfach... es ist einfach... wenn man mit Gewalt kein Geld verdienen möchte, weil man so protective ist gegenüber allem und jedem. Ich verstehe es einfach gar nicht. Ja, das war easy. Dankeschön. Girosali wurde gefangen. So. So, Kinder, heute mal nur 50 Minuten. Weil ich jetzt noch was zu essen machen muss, bevor Pen and Paper losgeht. Hab euch lieb, Habibis. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und, ja. Benji, das geht nicht. Okay, warte. So. Ja, machen wir noch. Zaubertausch. Freundeskreis. Habe ich nicht. Das ist einfach so schlimm. Das ist so schlimm. Warum, Nintendo, darf ich keinen neuen Pullover kaufen? Warum nicht? Weißt du, alle anderen Firmen so geil transmogrifizieren. Voll mega. Ja, lass mal einfach Skins verkaufen für unsere Pokémon-Fritzen hier. Lass mal in eShop einfach mal ein paar T-Shirts reinballern und dann jeweils 99 Cent dafür verlangen. Pokémon so... nee.
Verpisst euch, ihr Lappen! Ah. Ach, das hat ihn noch nicht. Sanaconda, der von ihm ausgespiene Sand, enthält spitzen Kies, bei dem es sich gelegentlich um Sand handelt, der durch seinen Speichel erhärtet wurde. Was? Dachte, ich hätte den schon. Ja, komm, neu. Mach neu. Neue Runde. Wen machen wir denn? Ah, den hässlichen wieder. Tschüss. Ich kann den nicht so wirklich haben, ne? Ja. Tschüss. Alles klar. So, jetzt speichern. Und... Bis dann und ciao.